Willkommen bei Ihrer Gesundheit. Wir teilen Tipps zum Abnehmen und zur natürlichen Heilung. Dieser Smoothie hilft Ihnen zu Hause einfach Bauchfett zu reduzieren und gibt Ihnen einen festen Körper. Bauchfett ist wahrscheinlich zu einem Problem für viele Menschen, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer geworden. Bauchfett ist häufig bei postpartalen Frauen, Büroangestellten zu finden, die weniger mobil sind. So gibt es diejenigen, die nicht übergewichtig sind, aber immer noch Bauchfett haben. Es macht nicht nur, dass sie sich schlechter fühlen, aber erhöht auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Bluthochdruck. Sie sind besorgt über dieses Problem und sind auf der Suche nach Möglichkeiten, ihren Bauchfett zu verlieren? Machen Sie sich dann keine Sorgen. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Smoothie aus natürlichen Inhaltsstoffen machen, um Bauchfett sehr einfach und effektiv zu verlieren. Mit nur einem Versuch werden Sie von dieser Formel, von der Farbe bis zum Geschmack und den essentiellen Nährstoffen in diesem Smoothie vollständig begeistert sein. Zuerst brauchen wir eine Karotte. Unsere Karotten werden geschält und gehackt. Karotten enthalten etwa 88% Wasser und eine mittlere Karotte hat nur etwa 25 Kalorien. Daher wird das Hinzufügen von Karotten zu Ihrer Ernährung Ihnen helfen, sich voller zu fühlen, ohne eine Menge Kalorien zu verbrauchen. Die Fasern in Karotten ist sehr wirksam bei der Unterdrückung von Heißhunger. Mit einem kompletten Karottenmenü können Sie in einer Woche extrem schnell abnehmen. Die nächste Zutat, die wir brauchen, ist ein süßer roter Apfel. Der Apfel, den wir in kleine Stücke schneiden, sollte mit der Schale geschnitten werden, um die Nährstoffe in der Apfelschale zu erhalten. Äpfel sind reich an Ballaststoffen und Wasser, sodass sie Ihnen helfen können, sich voll zu fühlen, Ihren Appetit zu reduzieren und somit Gewicht zu verlieren. Eine Studie ergab, dass Menschen, die vor einer Mahlzeit ein paar Scheiben Äpfel aßen, durchschnittlich 200 Kalorien weniger hatten als diejenigen, die es nicht hatten. Darüber hinaus können einige unterschiedliche Verbindungen in roten Äpfeln auch Gewichtsverlust fördern. Die dritte Zutat für dieses Rezept ist eine Orange. Die Orangen schälen wir dann in kleine Stücke und hacken sie. Darüber hinaus müssen wir einen kleinen Zweig Sellerie hinzufügen. Sellerie schneiden wir auch in kleine Stücke. Orangen und Sellerie sind beide sehr reich an Ballaststoffen und enthalten sehr wenig Kalorien, die uns nicht an Gewicht gewinnen lassen sollten. Daher ist sie die Top-Wahl in Gewichtsverlust-Diäten. Die regelmäßige Verwendung von Sellerie in Kombination mit vernünftiger Übung wird Ihnen helfen, Gewicht schnell zu verlieren. Jetzt legen wir alle oben genannten Zutaten zusammen mit 200 ml kaltem Wasser in den Mixer. Wir sollten es wie ein Smoothie pürieren. Mit nur wenigen einfachen Schritten haben wir einen großen Smoothie für die Gewichtsabnahme fertig. Für die besten Ereignisse trinken Sie es etwa 30 Minuten vor den Mahlzeiten. Wir sollten diesen Smoothie in Kombination mit einer vernünftigen Ernährung verwenden. Stärke- und kalorienreiche Lebensmittel begrenzen, viel grünes Gemüse essen und regelmäßig Sport treiben. Die Sportübungen stellen sicher, dass Sie eine schlanke Taille haben werden. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angeschaut haben. Wenn Sie Fragen zu dieser Methode haben, hinterlassen Sie bitte Ihre Kommentare und wir werden Ihnen schnell antworten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Ihren gewünschten Körperbau. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!